Hallo, Medien. Was ist denn los mit euch? Ist Journalismus inzwischen ein Fremdwort für euch? Seid ihr dermaßen von Neoliberalismus und Geld gleichgeschaltet, dass es selbst ein Goebbels für euch zwischen den Schenkeln werden würde? Überlegt doch mal, über 40% der Hamburger Bürger haben gar nicht gewählt. Eine Meldung? Nur mal ganz kurz erwähnt. Und stattdessen stürzt ihr euch lieber auf den 30% Wahlsieger Olaf Scholz. Oder wie war es mit der Ansage zur Hartz-IV-Debatte? Da läuft da so ein Frauenzimmer im Amok und beginnt ihre Rede mit: Es geht um viel Geld. Habt ihr sie noch alle? 35 Millionen auf 7 Millionen Bundesbürger verteilt. Viel Geld? Dafür braucht die Bayern LB nicht mal 5 Minuten. Und schwupps ist alles in den Taschen von einigen Familien mit Insiderwissen gerutscht. Ja gut. Da haben ja auch Stoiber und Huber ganze Arbeit geleistet, dass die Informationen geflossen sind. So, und jetzt gerade eben kommt ihr mit einem Bericht über Gaddafi und benutzt Wörter wie Korruption und Völkermord. Durftet ihr vorher nicht? Hattet ihr einen Maulkorb von unserer Regierung? Die blendende Geschäfte mit den Geschäftspartnern des Diktators gemacht hat über Jahre? Sag mal, habt ihr euren Beruf nur erlernt, weil ihr mal ins Fernsehen wolltet? Oder scheißt ihr euch in die Hose, weil die privaten Sender von zwei Familien beherrscht werden, denen man nicht ans Bein pinkeln darf? Und im Öffentlich-Rechtlichen unsere Aufsichtspolitiker gern mal jemand von der Besetzungscouch schubsen, der nicht linientreu ihr Lob verkündet? Ganz ehrlich, wenn dieses Land den Bach runtergeht und Demokratie im Prinzip schon eigentlich aus dem Duden gestrichen werden müsste, Jungs, dann liegt es vor allen Dingen auch an euch. Schönen guten Abend.